Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, zu einem, ja, Jahresfavoritenvideo. Guess what? 2020 ist fast vorbei. Jungs und Mädels, wir haben es geschafft. Fast. Thank God. 2020 ist um. Es war ein verrücktes Jahr. Ich glaube, hätten wir heute vor einem Jahr uns gesagt, 2020, wir hätten es nicht geglaubt. Aber wir haben es geschafft und ich hoffe, es geht euch allen den Umständen entsprechend gut. Und um euch ein klitzekleines bisschen Freude zu geben, habe ich selbstverständlich für euch meine Jahresfavoriten zusammengetragen. Das Jahr war extrem viel. Einige Sachen sind mit Sicherheit untergegangen und es waren wirklich so viele Produkte dieses Jahr, die fantastisch waren. Auch aus der Drogerie. Wenn ihr wollt, mache ich gerne nochmal ein explizites Drogerie-Favoriten-Video. Ich habe aber probiert, die Produkte in dieses Video mit reinzunehmen, die von mir am häufigsten benutzt wurden oder die von mir auch das Potenzial haben, im neuen Jahr weiter genutzt zu werden. Als jemand wie mich, der das hier als Job und als Beruf macht, der täglich Make-up testet und regelmäßig auch benutzt, ist es schon bemerkenswert, wenn ich sehe, dass Produkte sich benutzt anfühlen. Das klingt immer so ein bisschen ein bisschen extra, ist es wahrscheinlich auch, aber ich will einfach mit euch ehrlich sein. Ich habe so viele Produkte hier, die ich bekomme, teste und weitergebe, aber die Produkte, die ich regelmäßig benutze und die regelmäßig in meinem Gesicht landen, das sind die Produkte, zu denen ich sagen kann, das sind ja meine Jahresfavoriten und die liegen hier bei mir in der Schublade der Schande. Viele von euch werden sicherlich sich an die Produkte schon denken können. Ich habe aber zwei kleine Sachen, die ich hier in dieses Video mit einbauen möchte. Punkt 1, schreibt mir gerne euren Jahresfavoriten in die Kommentare und Punkt 2, ich verlose eine XXL Make-up-Tüte hier auf YouTube für euch, die bis zum Ende dranbleiben. Ich baue in diesem Video verschiedene Male dieses kleine Symbol ein und das werde ich in Zukunft öfter machen, damit auch ihr hier auf YouTube die Chance habt. Schaut das Video gerne bis zum Ende, schreibt mir die richtige Anzahl in die Kommentare und wie ich euch kontaktieren kann und dann werde ich euch kontaktieren. Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich sehe aus wie... Oh nee, eigentlich sieht es ganz gut aus heute. Dafür, dass ich die letzten Tage nur gegessen habe, wobei gestern war so ein Tag, der 26. Ich habe von 11 bis 15 Uhr nochmal geschlafen und bin um 21 Uhr ins Bett gegangen. Und ich fühle mich heute frisch, glücklich, satt, gesund und toll. Und jetzt geht's los. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet nichts, bedeutet mir die Welt. Und dieses Jahr, also 21, schaffen wir die 100.000 Abonnenten. Wie verrückt ist das. Auch dafür vielen Dank für euren krassen Support. Ich probiere so viel ich kann, euch jedes Mal zurückzugeben, sei es durch Verlosungen oder irgendwelche kleinen Secret Giveaways oder aber auch anderen Leuten, wie zum Beispiel das Spendenvideo mit der Arche. Ich hatte das Video letztens so ein bisschen beiläufig erwähnt, dass wir 600 Euro zusammengetragen haben und das an die Arche spenden konnten. Vielen Dank dafür. Ich bin super stolz darauf, dass wir das als Community machen können und dieses oberflächliche Beauty-Guru-Getue so ein bisschen beiseite legen können und einfach auch mit meiner auch kleinen Reichweite und euch als krasse Community was Tolles bewegen können und ja, Geld spenden können, auch wenn ihr dafür nichts aktiv tun musstet, außer meine Videos zu gucken. Und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Produkt Nummer 1 ist eine Foundation und Freunde, das ist unglaublich, wie viele Leute von euch diese Foundation nachgekauft haben. Das ist die Rivalde Loop Hyaluron Make-up Foundation. Gibt es in einer schlechten Farbrange. Sie ist parfümiert. Sie ist einfach nur wunderschön auf der Haut. Sie ist ultraflüssig. Sie spendet unglaublich viel Feuchtigkeit. Sie sieht schön auf der Haut aus. Und die trage ich mir jetzt gemeinsam mit euch auf. Ich mache mir wieder eine kleine Mischung zwischen der 4 und der 2. Ihr seht, wie gut benutzt sie sind. Ich habe gerade hier geschüttelt. Also die 2 ist zur Hälfte leer. Die ist, ja, die ist nur noch so ein bisschen hier unten drin. Diese Foundation hat mir die letzten Monate wirklich einiges gerettet. Sie sieht auf Fotos toll aus. Sie hält den ganzen Tag. Und ich arbeite die mit einem Foundation Brush ein, der übrigens auch einer meiner Jahresfavoriten ist. Ich habe ja einen von Morphe genutzt. Morphe benutze ich aber nicht mehr. Ich habe, kleine Anekdote, ich habe eine E-Mail bekommen vom Morphe PR-Team. Sie haben mich gefragt, ob sie mir weiter ein PR schicken sollen. Ich habe gesagt, solange sie mit bestimmten Personen zusammenarbeiten kann und möchte ich das nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass es hier erstmal kein Morphe aktiv mehr gibt. Klar, irgendwo ist mein Pinsel mit drin. Aber der hier ist ein guter Ersatz. Der ist der 100 Foundation Blending Brush von Il Makiage. Wunderschöner Pinsel, genau das gleiche Ergebnis. Und er hat eine extrem gute
Produktabgabe, ohne zu viel aufzusaugen. Es wird so ein bisschen sentimental, dieses Video wahrscheinlich. Möchte ich mich bei euch natürlich bedanken, denn ihr habt dieses Jahr einfach mich so krass supportet. Sei es bei meinem Schwamm, meiner Seife, meiner Lidschattenpalette, die selbstverständlich auch hier mit dabei ist. Oder bei meinem Buch, was ich euch alles auch nochmal unten verlinke. Freunde, ihr wisst nicht, wie viel mir euer Support bedeutet. Und ihr wisst gar nicht, was ihr damit alles ermöglicht, indem ihr mir, meiner Meinung und meinen Produkten vertraut. Ich kann es euch sagen, bin im Moment gerade in einer Patentphase und mal schauen, was 2021 alles so mit sich bringt. Ich sehe verrückt aus, die Foundation oxidiert ein kleines Stück und ich nehme jetzt meinen Schwamm in Zusammenarbeit mit Luvia. Das ist der beste Beauty Sponge überhaupt. Er verteilt das Make-up schön, er saugt nicht zu viel auf, er speichert die Feuchtigkeit, er wechselt die Farbe. Es macht Spaß. Und jetzt so rückblickend hatte ich irgendwie das Gefühl, das Jahr verging total schnell. Und was haben wir alles erlebt in diesem Jahr? Ich weiß noch, wie ich Anfang des Jahres hier in diese Wohnung eingezogen bin, mit meinen Mustern hier saß. Hier war noch nichts und ich habe hier meine ersten Tests gemacht in der Wohnung zu dem Schwamm, zu der Palette. Krass, wie die Zeit verflogen ist. Ich komme ein klitzekleines Stückchen näher zu euch, dass ihr auch einmal die Base sehen könnt. Seht euch diesen Glow bitte an. Das sieht nach 4-5 Stunden sieht das immer noch so aus und die Foundation hält einfach. Das Krasse bei dieser Foundation ist, sie kostet einfach 3 Euro, Freunde. Als Concealer benutze ich hier den L'Oreal Infallible Concealer. Den habe ich hier mit ins Video reingenommen, weil er einfach mein Tarte Shape Tape abgelöst hat, der vermutlich in den letzten 3 Jahresfavoriten-Videos immer vorne mit dabei war. Der kostet ein Drittel davon. Er hat eine super schöne Deckkraft. Ich vertrage ihn gut. Er hat keine Duftstoffe mit drin. Er irritiert meine Augen nicht. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr... Ja, es ist ein solider Concealer. Der ist jetzt nicht so... Wo du denkst, du siehst jetzt 20 Jahre jünger mit aus. We don't need that. Er ist einfach schön. Günstig, verhältnismäßig und hat ein super schönes Ergebnis. Ich bin echt gespannt, was ihr für Jahresfavoritenprodukte mir in die Kommentare schreibt. So sieht die Base gleich ein bisschen frischer aus. Die nächsten beiden Produkte, ist eigentlich dasselbe, nur in anderen Farben, sind von Fenty. Die Cream Bronzer, auch die Blushes sind gut, da habe ich aber was anderes, was ich gerne benutzen möchte. Einmal die Farbe 03 Macchiato und 01 Amber. Das ist so ein bisschen kühler. Und das Schöne bei den Produkten ist, die sind sehr leicht. Also die kann man auch gut, wenn man es kann, auf nackter Haut tragen, ohne Foundation. Klar den Pinsel gut auf. Ich nehme immer erst den warm und setze mir den auch mit dem Fenty-Pinsel. Ich finde, der eignet sich dafür am besten hierhin. Und ihr seht sofort, wie schön der das Gesicht aufwärmt. Ohne, und das ist das Verrückte bei dem Produkt, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt noch eine Schicht mehr im Gesicht. Ich nehme dann meistens noch Amber, um ein bisschen Kontur zu setzen. Macchiato ist ja so ein bisschen wärmer und mit Amber kann ich so ein, ja, nochmal so ein klitzekleinen Tiefpunkt setzen und den setze ich mir nur hier hin. Ich gehe nochmal mit einem helleren Concealer runter. Den habe ich seit einer Weile und ich mag ihn wirklich gerne. Das ist der von Kat Von D, der Locket Concealer. Sehr hell und den setze ich mir nur hier ins innere Augenbereich, auf die Nase, hier und hier, um mir so ein paar kleine Highlights zu setzen. Ich finde, das sorgt so ein bisschen dafür, dass man ein bisschen mehr Dimension wieder reinkriegt, hier die Konturen wieder ein bisschen sauber wird. Und so ist die Base schon fast fertig. Wir setten das Ganze und ich bin gespannt, wollen wir eine Wette abschließen? Wie lange dauert es, bis Rival Loves Me das Ready for the Thrill Puder ins Standardsortiment nimmt? Ich glaube, spätestens im Sommer ist es da. Das ist so ein bisschen gelblicher, hat einen ganz leichten Touchfarbe und dafür nehme ich meinen Blendeful von Tati Beauty. Gehe hier einmal kurz runter und bake mein Gesicht. Es hält super schön auf, es sieht frisch aus, es sieht gesund aus. Es mattiert natürlich und es hat halt, es passt bei mir von der Farbe her sehr gut. Ich weiß, dass manche damit nicht so gut klarkommen. Aber wenn man damit klarkommt, dann sieht es einfach fantastisch aus. Und auch für den Preis ist es einfach unbeschreiblich. Ich gehe auch nur ganz leicht hier so ein bisschen über meine Augen. Und ihr seht, wie schön das Gesicht mattiert wird gleich. Um den Rest meines Gesichtes zu setten, vor allem den T-Zonen-Bereich, benutze ich eigentlich ausschließlich, und ich habe es jetzt auch geschafft, Hit the Pan. Wenn ich Hit the Pan in einem Produkt habe, guess what, dann ist es vernünftig bei mir. Das ist von Maybelline, das Fit Me Matte and Poreless Puder. Und das presse ich mir einfach hier so ein bisschen rüber. Das sieht vor allen Dingen unter den Augen sehr schön aus. Wenn ich mein Make-up schon 8 Stunden trage, dann sieht es unter den Augen meistens bei mir nicht mehr so schön aus. Und dann nehme ich einfach meinen Blendeful,
gehe hier rein und presse das runter, Setting Spray rüber und ich sehe aus wie 12. Aber so zum Dusten komplett rüber ist es wunderschön. Bei den Bronzern konnte ich mich nicht so wirklich entscheiden. Einmal der Love und Lou Bronzer, der war sehr, sehr schön. Die meistbenutzten Bronzer von mir dieses Jahr waren aber der Airbrush Bronzer von Charlotte Tilbury und von Gucci. Ein Puder, also das ist normales Gesichtspuder. Ich habe das aber in der Farbe 11 und das sieht so aus. Das hat so einen leichten Glow mit drin. Wir tragen heute mal das auf, weil ich finde, es passt am besten zu meiner Hautfarbe. Und durch diesen leichten Glow sieht es einfach sehr, sehr schön im Gesicht aus. Es ist leicht parfümiert. Ich mag den Geruch von Gucci aber sehr gerne. In den nächsten Tagen, vielleicht ist es heute schon angekommen, wenn ihr das Video seht, kommt auch die neue Gucci Foundation und der neue Gucci Primer. Da werde ich euch selbstverständlich auch ein Update zu geben und ein Video zu drehen, weil die Foundation, es hat irgendwie noch niemand diese Foundation getestet auf YouTube. Ich habe sie bestellt. Don't ask how much. Das war 200 Euro. Tschüss. Tschüss, sehe ich nie wieder. Aber das Ding hier, das gibt's bei Douglas. Ultra schönes Packaging. Ich liebe dieses nudige. Dieses Component ist ultra luxuriös. Und der Effekt auf der Haut ist fantastisch. Ihr braucht nicht viel davon. So ein bisschen reicht. Und ihr seht gleich viel frischer aus. Auch beim Blush habe ich zwei Produkte, die ich dieses Jahr sehr, sehr gerne genutzt habe, die wir auch beide gleichzeitig testen. Einmal Natasha Denona Bloom Blush. Das ist kein Blush mehr, das ist ein Blushleiter. Ultra pigmentiert, super cremig, super weich. Er ist kaputt gegangen und ist sehr, sehr peachy. Ich swatche ihn euch einmal. Sehr schön als Topper aufs nasse Haut. Und aber als Base der Charlotte Tilbury Cheek-to-Cheek Bronzer in der Farbe The Climax. Den benutze ich als erstes. Der ist so ein bisschen bräunlicher, hat in der Mitte aber so einen leichten Rosé-Touch. Damit lade ich den Pinsel auf und swipe das hier nur so ein bisschen rüber. Ihr seht sofort diesen Effekt, diesen leichten roten, rosanen Touch. Aber das ist der perfekte Übergang zwischen Contour, Bronzer und Blush. Und auf der Nase sieht er auch schön aus. Und dann nehme ich den hier und jetzt müsst ihr, ihr kennt ihn ja schon, der ist auch echt nicht teuer, ne? Der kostet 18 Euro. Und den toppe ich mir einfach hier nur so ein bisschen rüber. Und ihr seht sofort diese Bewegung. Als Highlighter und Bronzer Contouring Produkt habe ich am meisten benutzt dieses Jahr von Charlotte Tilbury. Es war viel Charlotte Tilbury dieses Jahr, aber sie haben wirklich gute Produkte. Die Filmstern Bronze und Glow Palette. Ich benutze als erstes hier diesen Highlighter-Ton und setze mir den hier oben rüber mit dem Pinsel von Letizia. Unglaublich schöner Pinsel. Das ist der N11. Der gibt so einen leichten Glow, den könnt ihr überall ins Gesicht nehmen. Eine günstigere Version dazu habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist von Essence, der The Highlighter. Selber Effekt, kostet ein 50.000stel. 2 Euro oder so, die kostet 60. Aber das Schöne ist, hier ist halt noch dieser Konturton mit drin. Den würde ich jetzt benutzen, hätte ich nicht schon so eine sehr, sehr starke Kontur. Tolle Palette, funktioniert auf jeder Hautfarbe bis zu meiner. Ich glaube, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher rangeholt, um ein bisschen was auf meine Augenbrauen zu geben. Die habe ich ja schon etwas gemacht, aber das Produkt, worüber ich mich fast am meisten gefreut habe dieses Jahr, war von Essence, der Tiny Tip Precise Brow Pen. Damit kann man super schön kleine Härchen noch mit reinziehen. Der ist nicht so pigmentiert, aber er gibt halt diesen leichten Effekt, dass noch so ein bisschen Dimension in der Braue ist. Hier war jetzt ein bisschen zu viel. Sieht dann einfach etwas natürlicher aus. Diese Anastasia Brows, ich kann sie nicht mehr sehen. I'm sorry, it's over. Fluffy, fresh, gesund. Freunde, auch hier, ich glaube, das ist einer der größten Meilensteine für mich in meiner ganzen Karriere gewesen, ist die Lidschattenpalette Catrice und Maxim Giacomo Pressed Pigment Palette. Ich bin so, so stolz darauf, dass sie euch so gut gefällt und dass sie bei vielen von euch in den Jahresfavoriten ist. Ich liebe diese Palette über alles. Das ist eine der größten Chancen, die mir jemals gegeben wurde. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass sie auch so gut bei euch ankam. Ich möchte heute einen sehr schlichten Look schminken. Ich möchte nämlich gleich noch ein paar Fotos bei Instagram machen und möchte da nicht so viel Farbe benutzen. Aber ich wollte sie euch einfach zeigen, weil sie bedeutet mir halt extrem viel, die Palette. Ich nehme mir einen flachen synthetischen Pinsel und gehe in die Farbe Limone, lade den Pinsel gut auf und setze mir die komplett hier vorne hin.
einfach für so einen super monochromen Look. Ultra pigmentiert für den Preis. Ich bin immer noch schock, dass Catrice diesen Preis einfach realisieren konnte und so eine gute Qualität rausbekommen haben. Ist für mich ganz, ganz toll. Traut euch gerne nächstes Jahr an monochrome Looks. Ihr habt ja die Palette oder viele von euch haben die Palette, falls ihr sie nicht habt. Wir haben welche. Wir haben extra mehr produziert, dass jeder, der sie sich vielleicht im September nicht leisten konnte, sie sich vielleicht im Januar auch noch leisten kann. Solange es noch Stückzahlen gibt, gibt sie noch. Es wird halt einfach noch nichts mehr nachgekauft. Schaut mal, wie intensiv dieser Look einfach ist. Ne? Eine Farbe, nur Limone. Super. Edel sieht das aus. Und für meine Lippen benutze ich den Nabla Lip Liner Close-Up Lip Shaper in der Farbe Nude 04. Und was ich total gerne gemacht habe dieses Jahr ist, ich muss ihn erstmal anspitzen, ist, ich habe mir das Lippenherz so ein bisschen weggemacht. Und seht ihr? Einfach so ein bisschen übermalt. Und das sieht dann, wenn ich gleich einen Liquid Lipstick drauf habe, ein bisschen vernünftiger aus. Und auch da Maybelline ist in der Farbe 65 Seductress. Super schönes Produkt. Die meistgenutzte Mascara dieses Jahr von mir war auch die Gucci Mascara. Ich habe sie am Anfang nicht gemocht. Jetzt mittlerweile benutze ich sie jeden Tag. Sie macht unglaublich schöne Wimpern. Also ihr seht sofort, das ist einmal durchgegangen. Auch die hält sich ewig. Sie fühlt sich edel an. Aus der Drogerie war es die Rival de Loop Better Than Yours, glaube ich. Ich habe sie leider nicht mehr. Ich habe sie nämlich weggemacht, weil sie, als ich meine Augen-OP hatte dieses Jahr, ich Angst hatte, sie zu benutzen, weil sie ja schon ein bisschen älter war. Und die Gucci-Mascara habe ich mir ein zweites Mal nachgekauft. Zu guter Letzt benutze ich noch ein Setting Spray. Das ist das Fenty What It You Setting Spray. Es gibt einfach den schönsten Nebel, das schönste, feuchteste Ergebnis auf der Haut. Und ihr seht frisch aus. Es riecht gut. Es setzt sich so, es macht das Make-up auch nach 20 Stunden Tragen, don't do that, immer noch glowy und frisch. Ich bin gespannt, was ihr dieses Jahr für Jahresfavoriten hattet. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich bin gespannt, wie oft ihr dieses kleine Symbol hier gefunden habt. Das zählt nicht mehr. Ich möchte mich ganz herzlich für alles bedanken dieses Jahr. Wenn ihr wüsstet, was 2021 alles passiert, Freunde, fasten your seatbelts. Ich danke euch und wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.